Hallo und herzlich willkommen hier in der Lektion. Mein Name ist Ben Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Masterplan. Wenn du Teil 1 von unserer Serie Akkordfolgen von Modes noch nicht gesehen haben solltest, dann klick unten in der Videobeschreibung auf den Link zu Teil 1. Schau ihn dir an, bevor du jetzt hier mit diesem Teil weitermachst. Es wird wesentlich schlüssiger werden, wenn du dir Teil 1 anschaust und erst dann mit Teil 2 weitermachst. Okay, jetzt zu Teil 2. Und zwar, ich komme direkt mal auf den Punkt, was wir hier als Beispiel mal nehmen, ist der Mode Lüdig. Auch wenn du dich mit Modes noch nicht so auskennst, ja, schau dir unsere Mode-Serie an, aber auch das erzähle ich dir alles in Teil 1. Ja. Um genau zu sein, machen wir das Ganze in F Lüdig. Und zwar hatten wir vor kurzem, oder ich glaube, es kommt noch, bin mir gar nicht sicher, ein Solo veröffentlicht, ein F Lüdig. Also wenn es noch kommt, dann freue dich da drauf. Und das Ganze ist natürlich auch mit einer sehr typischen Akkordfolge in F Lüdig geschrieben worden. So. Haben wir extra so gemacht, damit wir es hier quasi als Teil 2 von diesen typischen Akkordfolgen präsentieren können. Also, The Damn Soul, ja, du hattest damals die Anfrage gestellt. Die erste Frage, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, dafür auch nochmal vielen Dank. Das wäre jetzt hier eine typische Akkordfolge in Lüdig, ja. Egal, ob du in F-Lüdig bist, in was auch immer für eine Lüdig-Tonart, ja, kannst du immer nutzen, wenn du Lüdig spielst. Wir hören uns mal zunächst erstmal das kleine Stück an. Und dann schauen wir uns mal theoretisch als auch etwas praktisch an, worum es hier geht und was diesen typischen lydischen Sound ausmacht. Los geht's! Okay, das war das kleine Stück. Ja, das Solo, wie gesagt, kommt, glaube ich, noch, wenn ich mir sicher bin, wenn ich das noch weiß. Aber wenn es schon gekommen ist, dann ja, einfach mal suchen auf unserem Kanal, falls du das Solo lernen willst. Jetzt geht es ja erstmal um die Akkordfolge und warum denn Lüdig, wie Lüdig klingt, wie du diesen lüdischen Sound erreichen kannst. Bei Lüdig ist es relativ simpel. Ich habe hier mal einfach das in F Lüdig aufgeschrieben. Ja, wir beginnen mit F-Dur, haben G-Dur, A-Moll, ja, B-Diminig, mal in Klammern, C-Dur, D-Moll, E-Moll, ja. Quasi ja, die C-Dur-Tonleiter, aber wir starten mit F und schon sind wir in F Lüdig, weil F ist der vierte Ton von der Dur-Tonleiter. Oder in dem Fall von der C-Dur-Tonleiter. Ja. Was bei F Lüdig und die Videounterlagen übrigens mit den Tabs, mit dem Backing-Track, mit dem Hörbeispiel findest du auch in der Videobeschreibung, sehr, sehr typisch ist, und das sind auch die Akkorde, die ich zu Beginn gespielt habe, und zwar einfach nur F und G, beziehungsweise, wie ich in Teil 1 schon erwähnt habe, die erste. Ich mach's mal so, ja, hier die erste und zweite Stufe. Schon allein, wenn du diese beiden Akkorde spielst, was beides Dur-Akkorde sind, ja, klingt das Ganze wie Lüdig. Einfach Wechsel. Ja, die Akkorde kannst du stundenlang spielen und darüber mit zum Beispiel jetzt in dem Fall F-Lüdig improvisieren. Und du hast den typischen lydischen Sound. Warum ist das so? Ganz einfach. In Teil 1 hast du ja erfahren, unser Gehör richtet sich so etwas nach dem ersten Ton, nach dem ersten Akkord, nach der ersten Harmonie und weiß dann sofort oder erwartet zumindest sofort, ah, es geht um Moll oder es geht um Dur. Angenommen, wir starten mit A-Moll. Ja, dann würden wir jetzt, unser Gehirn würde erwarten, dass zum Beispiel jetzt in A-Moll ist vielleicht ein blödes Beispiel, was damit diminisch weitergeht, deswegen nehmen wir mal C-Dur. Würde erwarten, dass nach dem Moll-Akkord zum Beispiel ein anderer Moll-Akkord kommt oder ein Dur-Akkord. Ja, das klingt für uns schon viel vertrauter. Oder jetzt in Dur, zum Beispiel G-Dur, ja, wenn wir auch den ersten und die zweite Stufe nehmen, ja, das ist ja wichtig, die Stufen, ja, wäre zum Beispiel jetzt G-Dur und A-Moll. Das heißt, unser Gehör würde erwarten, ja, nach dem Dur-Akkord kommt jetzt ein A-Moll, also ein Moll-Akkord. Ja. Standard-Dur. Jetzt ist allerdings so, nachdem wir die erste Stufe gespielt haben, spielen wir die zweite Stufe. Beide Stufen sind in Dur komplett anders.
Ja, insbesondere wenn wir den ersten Ton direkt quasi auch die erste Stufe spielen, das immer wieder betonen, haben wir direkt diesen lydischen Part. Vielmehr gibt es zu lydisch gar nichts zu sagen. Wenn du diesen Part herauskristallisierst, ja, dann wirst du schon diesen typischen, ja, lydischen Sound haben. Man kann das nochmal zum Beispiel, wenn wir mal etwas ins Detail gehen und wir sagen, wir wären jetzt zum Beispiel in F-Dur. Ja? In F-Dur hätten wir zum Beispiel ein F, wir hätten ein D-Moll mit dabei, aber in F gäbe es zum Beispiel kein B diminished, sondern wir hätten ein B-Flat. Ja? Jetzt können wir Folgendes machen und ein G hätten wir zum Beispiel auch nicht mit dabei, ein G, ja, Dur, sondern es wäre ein G-Moll. Das ist eigentlich ein viel besseres Beispiel. Nehmen wir doch direkt das. Das heißt, du könntest spielen F und D-Moll und das Gehör, ja. Perfekt F-Dur-Sound, ja. Und danach spielen wir zum Beispiel ein G-Moll. Perfekt F-Dur. Jetzt machen wir dasselbe nochmal. Nehmen ein F, nehmen ein D-Moll bis hierher. Ja, verarschen unser Gehirn. Okay, wir sind in F-Dur. Ja. Und dann spielen wir aber anstatt ein G-Moll ein G-Dur. Und hören wir, was passiert. Ja, komplett ist es hier vielleicht nicht ganz so krass wie bei dem myxolydischen Beispiel zum Beispiel. Kann man auch mal andere Akkorde nehmen. Aber ein komplett, ja, vom Sound so ein leichter Umswitch. Oh, das kommt jetzt etwas unerwartet. Da ist irgendwas anderes. Ja? Und das auch nochmal, wie gesagt, zu Teil 1. Ja, da mache ich auf jeden Fall noch immer die Referenz in der Videobeschreibung ist so rum. Auf jeden Fall dir Teil 1 ansehen. Da haben wir das alles durchgekaut. Ja? Und das ist eigentlich das Wichtige. Ja? Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen bei F-Lüdig, Teil Stufe 1, Stufe 2, macht diesen lydischen Sound aus, wirst du auch sehen in diesem Beispiel. Ja, wenn wir das Beispiel nochmal kurz durchgehen, was ich da spiele, ich spiele im Endeffekt ein F-Sus 2, war das zumindest, glaube ich, mit dann nochmal der großen Septime mit dem E. Das ist übrigens auch nochmal ein kleiner Tipp. Ja, wenn du improvisierst, schreibe zum Beispiel mit vier Klängen, ja, mit Sus-Akkorden oder also gut, Sus-Akkorde wären jetzt keine vier Klänge, aber zum Beispiel 9 Akkorden, ja, oder 7 Major Akkorden. Und du wirst es wesentlich einfacher haben, darüber zu improvisieren, weil mit vier Tönen im Akkord kannst du natürlich auch auf vier Tönen liegen bleiben. Wenn du nur normale drei Klänge hättest, dann könntest du nur auf drei Tönen liegen bleiben. Ja. Das nochmal so als kleiner Tipp am Rande, deswegen wird es dir wahrscheinlich auch einfach fallen, über diesen Song zu improvisieren mit der F-Lüdig-Tonleiter. Auf jeden Fall spielst du ja im Endeffekt einen F-Sus mit der Major 7, dann ein G-Dur, ja, beziehungsweise ein G-Sus 2 ist das. Es wird einfach gewechselt. Ja. Und schon allein diese beiden, ja, wenn du es hin und her, was wir auch im Song machen, hin und her switcht, ist schon einfach F-lüdig, ja, da hast du den typischen F-lüdigen Sound. Dann mit einem treibenden Schlagzeug, weil der F-lüdig-Mode ist allgemein sehr treibend. Er ist, yeah, jetzt geht's los und los, lass uns anfangen und ab nach vorne. Das ist diese Stimmung von diesem F-lüdig, oder nicht F-lüdig, allgemein von diesem lüdischen Mode, ja. Dann hinterher spielen wir dann noch ein E. Ja, einfach ein E-Moll. Dann F-Sus 2, G-Sus 2 und zum Schluss beenden wir das Ganze mit einem F-Major 7. Das ist quasi ein F-Dur-Akkord mit nochmal der großen Septime. Ja, das wäre hier das E. Greifst du quasi hier als Barré-Akkord. Wollte jetzt aber gar nicht so groß drauf eingehen. Das siehst du ja auch in den Tabs. Ja. Das ist nicht so allzu schwer vom Rhythmus, auch gar nicht. Ja. Wichtig hierbei ist, dass du die Töne immer schön liegen, schön greifst, dass die schön ausklingen, ja. Und das soll es dann auch in dieser Lektion, in Teil 2, gepaart irgendwo, ja, mit diesem Rhythmuspart von diesem Solostück gewesen sein. Es geht dann weiter in Teil 3, also mehr oder weniger in Teil 3, das machen wir dann nicht mehr in der Tafel, und zwar gibt es ein Metal Riff in Phrygisch, ja, in E-Phrygisch.
Das werde ich dann teilweise so noch im Riff mit behandeln, weil, und mit erklären, aber wenn du einmal das Prinzip hier verstanden hast, ja, und du hast unsere Mode-Serie gesehen und insbesondere jetzt hier auch Teil 1, dann kannst du dir das zum Beispiel auch selber zusammenstellen. Dazu ermutigen wir dich auch, ja, das einfach mal selber zu durchgehen, diesen Prozess, und dir deine eigenen Akkordfolgen bilden. Denn jetzt weißt du ja, worauf es ankommt, und darauf brauchst du nur zu achten. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann lass es uns wissen. Schreib deine Fragen unten in die Videokommentare. Du siehst, wir antworten nicht nur drauf, sondern je nach Frage, wenn wir sehen, dass viel Nachfragebedarf da, machen wir auch noch extra Videos, eine extra Videoserie dazu. Also stell uns da ruhig deine Fragen. Ja, wir danken dir auch einfach, damit wir einfach Material zum Filmen haben, wo wir auch wirklich wissen, hey, das interessiert die Leute. Ja, das ist auch für uns immer eine klasse Sache. Also stell deine Fragen unten in die Kommentare. Gib den Ganzen hier einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, wenn du was bei gelernt hast. Teile auch das Video mit anderen Leuten, wo du sagst, hey, es könnte auch für die hilfreich sein. Und die Videoanlagen, wie gesagt, findest du unten in der Videobeschreibung. Und dann hat es mich wieder mega gefreut. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute beim E-Gitarre spielen lernen. Viel Erfolg, bis zur nächsten Lektion. Rock on!